Sie kann man nur nicht ernten, oder? Habe ich eigentlich Knochen mehr? Anscheinend nicht. Okay. So, jetzt habe ich hier 3 Stück. Kann ich dann 1, 2, 3. So. Oh, ich wollte eigentlich. Ach so. Ich hätte auch so einen Kettenhelm machen können. Wäre vielleicht besser gewesen. Egal. Ich gehe jetzt. Jetzt habe ich hier 2 Spitzhacken. Ja, ich gehe ja wieder runter. Ich habe ja auch geschlafen, jetzt ist Tag, auch wenn es mir da unten gar nichts bringt. Moment, ich gehe mal kurz. Ich stoppe mal kurz die Aufnahmen. Ja, ich habe gerade nochmal Fraps-Einstellungen runtergestellt, damit er jetzt noch die halbe Größe aufnimmt. Das ist. Verbraucht einfach weniger. Also, Minecraft rendere ich ja. Moment. Let's Plays rendere ich ja nicht in HD, da man da pro Tag. Ich habe DSL 3000 und das ist halt richtig, richtig langsam. Und deswegen mache ich nur Tutorials und so in HD. Und Minecraft, also Let's Play, Zelda ist ja auch ein Let's Play, das ist auch nicht HD. Mache ich halt nicht in HD. Und ich habe Fraps gerade so eingestellt gehabt, dass ich in HD aufnehme. Und da meine Festplatte auch langsam voll wird, ist es halt ziemlich dumm, wenn ich nach HD aufnehme. Weil ich ja nicht in HD render. Und man am Ende keinen Unterschied sehen will. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemand verstanden hat, keine Ahnung. Hier die Lava wegmachen, die braucht jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis die komplett weg ist. Es wird jetzt hier auch dunkel, oder? Und Gold. Moment. Ich habe, glaube ich, Zombies aus. Oh. Ich hab's jetzt eingeschaltet. Hier abbauen. Gold bringt ja irgendwie nicht so viel. Finde ich, naja. Also. Wobei Gold kann man jetzt für diese Schienenbooster da rauswerfen. Aber vorher wusste halt keiner, was er mit Gold machen soll. Da die Goldspitzhacken sind zwar richtig, richtig schnell. Und Schaufel und so. Aber gehen so total schnell kaputt. Also ich glaube, die halten genauso lange wie Holzspitzhacken oder so. Sind aber halt Gold ist selten, ne? Man findet zwar nicht so viel Gold, aber das, was man findet, da muss meistens, wussten die meisten halt nicht, was die damit machen sollten. Also mit den Leuten, die subscribed haben, die wussten, haben das halt immer, die haben es auch verschenkt und so, einfach weil die es nicht brauchten. Und jetzt kann man es halt, hat man auch was, wofür man das benutzen kann. Nämlich die ganzen Schienen halt. Ist es eigentlich normal, dass wenn man das so kurz anschlägt, dass es dann anfängt zu leuchten? Da liegt es am Texture Pack. Egal. Sie abbauen. Ja. Diesen Singleplayer Commands Mod habe ich nicht installiert. Mich auch gefragt, warum ich den nicht installiere. Finde ich einfach, keine Ahnung. Ist eigentlich fast Cheaten. Also ist eigentlich Cheaten, aber. Ich habe ja auch einen Mod zum Cheaten installiert. Den benutze ich aber, wenn ich auf meiner Welt spiele, benutze ich den nicht. Im Let's Play natürlich auch nicht. Oder ich glaube, ich habe ihn sogar einmal benutzt, aber dann aufs Item weggeworfen oder so. Ich weiß nicht. Schon so lange her. Brauche ich überhaupt so viel? Ja. Danach könnte man mal so Pistons bauen. Da habe ich auch auf meiner Singleplayer-Map schon ziemlich viel gebaut und auch Videos darüber gemacht. Ja. Noch abbauen. Oh, das ist jetzt, da ist noch so viel. Ich lasse das jetzt einfach da. Ja, die Lava ist immer noch da, obwohl ich die schon längst abgebaut habe. Ich baue jetzt hier tiefer. Moment, wie viele war das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wir müssen halt immer 4 sein, damit man auch gut hochspringen kann und so. Ich meine, ich hätte eben irgendwie 5 gegraben, habe ich mich da verzählt. Halt nochmal zu vorhin, um die Let's Plays, halt die neuen Parts zu sehen, muss man dann entweder immer auf meinem Kanal gucken, ob ein neues Bulletin gepostet wurde, oder man guckt, muss auf der Startseite halt einstellen, dass man, hier war ich schon, okay, oder muss auf der Startseite einstellen, dass man über alles, also alle Aktivitäten und nicht nur neue Videos,
damit man das auch angezeigt bekommt. Weil wenn man nur auf neue Videos klickt, dann kommen da die Let's Plays Parts nicht. So. Hierhin. Hierhin. Also, nochmal, ich weiß nicht, ob es alle jetzt verstanden haben, was ich hier gerade überhaupt mache. Ich buddel mich hier einfach tiefer, um halt, weil unten bessere Items sind. Redstone abbauen. Was ist Redstone eigentlich für ein Material? Weil ich meine, fast alles in Minecraft gibt es wirklich. Obsidian gibt es wirklich. Ich meine, Eisen gibt es wirklich. Gold gibt es wirklich. Diamant gibt es wirklich. Aber Redstone? Also, keine Ahnung. Jetzt habe ich auch noch zwei Fackeln. Ich bin auf Höhe 11. Zwei Fackeln. Ich glaube, das reicht. Ich bin noch tiefer. Bis zum Endstein. So. Scheiße. Letzte. Oh, Endstein. Hier bin ich auf Höhe 5. Es geht an manchen Stellen halt noch tiefer, aber das ist ja nicht regelmäßig der Boden, der ist immer so zufallsmäßig. So. Hier habe ich ja noch ein zu viel weggebaut. Ja, ich gehe dann, habe ich Sticks dabei? Ja, habe ich sogar. Kohle? Ne, Kohle. Oh. Ich gehe dann nach hoch. Redstone kann ich da lassen. Ich glaube, ich ziehe den Minenhelm, aber ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich hab's, ich hätte nicht. Ah, es war eigentlich dumm, den zu machen. Weil irgendwie jetzt den anziehen, ich weiß nicht. Und wenn ich in die Kiste lege, ist auch nicht so schlau, weil wenn ein neues Update rauskommt und der Minenhelm dann nicht mehr geupdatet wird, kann ich die Welt nicht wirklich starten. Das heißt, naja. Aber. Ups. Den weg machen. Ich wollte die Kiste öffnen. Hier runter. So. Oh. Der Eimer kann hier rein. Das kann hier rein. Das kann auch hier rein. So. Ja. Den Cobblestone so hier in die Kiste rein. Was ist das hier? Stone Pickaxe. Die Kiste kann da oben bleiben. Fackeln noch machen. Kohle. Ach, die war hier. Nämlich die Kohle. Dahin. Da. So. Mit Rechtsklick halt macht man das bestmöglich, also das meiste, was man auf einmal machen kann. Deswegen habe ich nur einen Klick. So. Ich glaube, ich beende dann jetzt auch den Part. Ja, hier noch kann ich abbauen. Ja, hier baue ich auch schon ab. Ja. Es gibt ja jetzt mit Pistons kann man auch so automatische Sachen machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe nur gehört von Leuten aus dem Teamspeak, dass das geht. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht irgendwie so, dass hier Pistons sind, die dann das rüberschieben. Und die das dann halt irgendwie rüberschieben und keine Ahnung. Das ist halt irgendwie. Keine Ahnung. Wenn wir genug Eisen haben, kann ich mal ein paar Pistons bauen. Da können wir auch die Tür oder so aus Pistons machen. Also die Haupttür hier. Ja, das war's dann von diesem Part. Oder keine Ahnung wie. Das war's dann von diesem Video. Und dann ciao, bis zum nächsten Video. Egal, ciao.